Du bist auf der Suche nach einem Kleinwagen? Dann ist das vielleicht die richtige Idee für dich, der Mitsubishi Colt. Ein echter Kleinwagen des japanischen Autoherstellers, der allerdings viel mit Frankreich gemein hat. Wieso? Das erfährst du unter anderem in diesem Review. Genauso werden wir feststellen, was hier unter der Motorhaube, nämlich ein 1 Liter Dreizylinder Saugmotor mit 67 PS noch zu leisten imstande ist. Moderne Technik oder Technik von gestern, die keiner braucht. Vielleicht gibt es sogar was Besseres. Also steig ein, lass dich inspirieren von mir, dem Ubi, und ich werde dir natürlich alles zum Mitsubishi Colt erklären. Wie sind die Platzverhältnisse? Wie fährt sich der Kleinwagen? Was kostet er? Und wie hoch ist der Verbrauch? Und wie modern ist der Wagen heute? All das in diesem Review hier bei Ubi Tested. Schön, dass du reingeklickt hast. Abonniere gerne diesen Kanal, wenn dir das Ganze gefällt. Schreib mir deine Meinung unten in die Kommentarbox und lass mir gerne auch ein Like da. Und dann würde ich sagen, wir gehen auf Tour mit dem Mitsubishi Colt 1.0 Plus. Viel Spaß! Bezahlbare Autos wünscht man sich immer mehr, denn in Zeiten, wo die Preise explodieren, wird auch das Haushaltsbudget knapp und dann wird natürlich auch immer weniger Geld freigegeben vom Haushaltsvorstand für ein neues Auto. Dennoch, Mobilität bleibt weiterhin ein hohes Gut bei uns in Deutschland und auch in vielen anderen Ländern. Also muss man schauen, wo man dann mit den finanziellen Hausmitteln quasi noch etwas Adäquates, Gutes bekommt. Wenn man dann einen Neuwagen sucht, dann steigt man in letzter Zeit doch durchaus öfter mal eine Klasse niedriger ein und somit ist dann das sogenannte B-Segment, also so die Kleinwagen, durchaus wieder sehr attraktiv geworden. Dennoch, das Angebot verknappt sich zunehmend und dadurch steigen natürlich auch weiter die Preise. Mitsubishi bringt jetzt nach Jahren des Stillstands an neuen Modellen eine Vielzahl an neuen Modellen. Der erste Schritt war unter anderem der Mitsubishi ASX, der jetzt auch gerade ein Facelift bekommen hat, und dann ist der zweite Schritt hier der Mitsubishi Colt. Ein traditionsbehafteter Name, den Mitsubishi hier weiterleben lässt im Kleinwagensegment. Und mit dem Colt bekommen Sie auch einen echt guten Wagen an die Hand. Den Renault Clio. Er wird eingekauft und wird dezent an das Markengesicht angeglichen. Bedeutet, an der Front bekommt er einen neuen Kühlergrill-Einsatz mit dem sogenannten Dynamic Shield Design und wir bekommen auch leicht veränderte Tagfahrlichter an der Front. Das war es dann aber auch schon. Das heißt also, wenn man einen Renault Clio neben den neuen Mitsubishi Colt stellt, dann werden die Unterschiede sicherlich noch dezenter auffallen, aber man würde einen Unterschied auf alle Fälle erkennen. Den erkennt man auch am Heck, denn Mitsubishi nimmt den Schriftzug und setzt ihn komplett auf die Heckklappe über die Breite hinweg. Das sorgt dann auch dafür, dass das Fahrzeug optisch noch ein bisschen in die Breite gezogen wird. Ansonsten wird die Rückfahrkamera dort aufgesetzt, wo sonst das Renault-Markenlogo, der Rhombus, prangt. Und da ist dann die Rückfahrkamera normalerweise schöner integriert. Hier ist sie leider ein bisschen aufgesetzt, ändert aber nichts an der Tatsache, dass sie dort gut positioniert ist und eben auch im Plus-Modell hier serienmäßig an Bord die Möglichkeit bietet, den Wagen wunderbar perfekt in eine enge Parklücke zu dirigieren. Unverändert bleiben natürlich die Abmessungen. So ist der Mitsubishi Colt 4,5 Meter lang, hat eine Außenbreite mit den Außenspiegeln von 1,99 Meter und eine Fahrzeughöhe von 1,44 Meter. Das Leergewicht übrigens des Mitsubishi Colt hier mit dem kleinen Dreizylinder-Saugmotor liegt bei schlanken 1130 Kilo. Und da muss man sagen, das ist doch schon mal eine schöne Zahl, mal wieder, gerade in Zeiten von Elektroautos, die immer schwerer und damit auch ja, etwas straßenbelastender werden. Der Colt darf auch einen Anhänger ziehen.
In dem Fall bis zu 900 Kilo dürfen es sein, bis 12% Steigerung. Ist die Anhängerkupplung montiert, gibt es auch eine Stützlast von 63 Kilo. Das ist nicht allzu viel, da sollte man ein bisschen aufpassen, gerade wenn man mit E-Bikes unterwegs ist. Der Kofferraum bietet 391 Liter, hier bei einem doppelten Laderaumboden, den man herausnehmen kann so oder nach unten legen kann. Vorteil des doppelten Laderaumbodens ergibt sich erst dann natürlich richtig, wenn man dann gerade den vollen Laderaum nutzen möchte. Die ein Drittel, zwei Drittel umlegbare Rücksitzlehne fällt dann fast auf eine leicht ansteigende Ebene. Somit hat man dann hier das maximale Laderaumvolumen zur Verfügung von 1069 Liter. Der Kofferraum lässt sich gut beladen, er ist angenehm breit, auch innen ist er gut ausgeschlagen, hier mit Filzstoffen. Das wirkt alles grundsolide. Auch die Hutablage ist stabil und lässt sich auch leicht ein- und ausbauen. Ein- und ausbauen lassen sich auch Kindersitze auf die Rücksitze. Wir haben Isofix an den Außenpositionen und am Beifahrer untergebracht. Die Kindersitze lassen sich gut integrieren in die Isofix-Halterungen, die hier drinnen sind. Auch der Top-Tieter ist tatsächlich gut erreichbar. Wir haben allerdings keine USB-Anschlüsse, keine Fondventilierung oder aber Haltegriffe. Hier ist man dann eher wirklich Passagier der zweiten Reihe. Dennoch, die Kniefreiheit ist in meinem Fall von 1,78 Meter hinter meinem imaginären Ich völlig okay. Ich stoße zwar mit den Knien an der weich ausgepolsterten Lehne an, dennoch ist das akzeptabel für diese Fahrzeugklasse. Gut dafür aber die Kopffreiheit. In der ersten Sitzreihe dann bequeme Sitze, die toll gepolstert sind. Auch die Polster fühlen sich schön an. Die Sitze sind gut ausgeformt, haben eine großzügige Schenkelauflage. Die Höhenverstellung des Fahrersitzes ist ebenso ordentlich gemacht. Auch der Beifahrersitz lässt sich hier in der Höhe verstellen. Das Lenkrad ausreichend weit in Höhe und Tiefe. Kopffreiheit ist ebenso gut gegeben und die Bedienelemente können sehr gut erreicht werden in meiner Körpergröße. Blicken wir dann auf das Armaturenbrett, dann sehen wir hier auch eine schöne zweifarbige Teilung. Der obere Bereich schwarz, der untere mit einem Kunststoff, der eher so einer, sage ich jetzt mal, Textilstruktur ähneln soll. Das fühlt sich gut an und lockert auch den Innenraum gut auf. Zudem betont es noch ein bisschen die Breite hier im Fahrzeug. Wir fahren, wie gesagt, den Basisbenziner und den gibt es nur in Ausstattungslinie Basis und Plus. Der bietet auch kein werkseitiges Navigationssystem, sondern lediglich hier ein 7 Zoll großes Infotainment-System serienmäßig, das völlig ausreicht. Das ist gut in der Sichthöhe des Fahrers angebracht und wer tatsächlich navigieren möchte, der connectet einfach sein Smartphone via Apple CarPlay oder Android Auto, beides wireless. Wireless kann es dann auch geladen werden oder aber wir haben hier zwei USB-A-Anschlüsse bzw. einen 12-Volt-Bordanschluss. Stets serienmäßig ist ein volldigitales Kombi-Instrument. Das kann in der höchsten Ausstattungslinie und dem besten Motor nochmal erweitert werden auf ein Voll-Display, wo man noch eine größere Displayfläche zur Verfügung hat. Die reicht aber in meinen Augen hier völlig aus. Wir haben alle wichtigen Informationen auf einen Blick und können über das Dreispeichen-Multifunktionslenkrad auch hier noch zusätzliche Informationen abrufen. Die Audiobedienung, und daran erkennt man sicherlich wieder den Franzosen, findet über den Bediensatelliten hinter dem Dreispeichenlenkrad statt. Das ist aber typisch französisch und wenn man dann auch eine gewisse Zeit mit dem Fahrzeug unterwegs ist, ist das auch äußerst praktisch. Genauso auch, dass wir weiterhin physische Tasten haben, unter anderem für Sitzheizung oder aber die Start-Stopp-Automatik sowie eine Einzonen-Klimaautomatik, die wir auch kennen mit schön rastenden Drehreglern. Die kennt man auch so schon aus diversen Renault- oder Dacia-Modellen. Das ist gut bewährte Technik. Assistenzsysteme kann man direkt bedienen, links vom Lenkrad. Auch da hat man noch Direktwahltasten. Und wenn man dann ein Fahrzeug hat mit höherem Assistenzstatus als hier verfügbar, dann hat man auch hier die Möglichkeit, sozusagen die Neugeschwindigkeitsanzeige hier zu muten. Die Verarbeitung insgesamt wirklich sehr gut. Alle Materialien, trotz auch Hartkunststoffen, die hier verbaut sind, wirken solide, sauber eingepasst,
gut entgratet. Also hier sitzt alles an seiner rechten Position und ist alles sehr gut übersichtlich und auch einfach in seiner Bedienstruktur. Also genau das, was man ja auch gerne schätzt von japanischen Herstellern. Also all das bekommt man hier. Zum Einstieg bekommt man auch, wenn man eine Mitsubishi Colt bestellt, einen 1 Liter Dreizylinder Saugmotor. Das ist auch äußerst selten mittlerweile. Der leistet in unserem Fall hier 49 kW bzw. 67 PS und holt stramme 95 Newtonmeter Drehmoment aus dem kleinen Antrieb heraus. Damit sprintet dann der 1,1 Tonnen schwere Mitsubishi Colt in, ich traue es mich kaum zu sagen, in 17,1 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100. Das zeigt natürlich auch, es ist kein Rennwagen. Und auch die Höchstgeschwindigkeit mit 160 Stundenkilometern ist für heutige Verhältnisse sicherlich etwas untypisch und vielleicht etwas befremdlich. Wenn man aber einmal mit dem Dreizylinder hier unterwegs ist, dann würde ich sagen, verfliegt das zum ersten Moment doch deutlich, denn der Wagen wirkt sehr quirlig, geht gut von unten raus, nimmt sauber Gas an. Die 5-Gang-Handschaltung hier rastet sauber, hat eine leichte Führung des langen Schalthebels durch die Gassen. Das passt alles. Die Anschlüsse sind eher eng gestuft. Somit bleibt man auch wirklich immer gut im optimalen Drehzahlbereich für den Motor. Er dreht durchaus willig aus, auch wenn es oben ein bisschen zäher wird. Dennoch, man merkt natürlich, das ist halt noch Autofahren, wie es vor 20 Jahren der Fall war. Wenn man eben einen Saugmotor hatte, dann musste man eben schlicht und ergreifend die Leistung über die Drehzahl rausholen. Das heißt, da musste man schon zweimal zurückschalten oder vielleicht sogar noch ein drittes Mal, um eben dann den Motor wirklich an die Leistungsgrenze auszupeitschen und dann eben auch seine Überholvorgänge durchaus etwas mehr zu planen. Das ist vielleicht heute etwas ungewohnt durch die Turbomotoren, die dann schon weiterhin Drehmoment von unten heraus bieten. Dennoch, auch auf längeren Strecken, Autobahnetappen, wo der Wagen natürlich dann aufgrund seines Leistungsdefizits ja eher etwas schlapp und müde wirkt, oder auch durchaus angestrengt, wenn die Klimaanlage läuft. Ja, auch das merkt man in diesem Fall. Wenn die Klimaanlage läuft, dann wird die Leistung noch mal reduziert. Also auch da muss man dann schon so ein bisschen vielleicht mit der Kraft des kleinen Dreizylinders haushalten. Mir persönlich macht das allerdings auch Spaß in gewisser Hinsicht. Und für so eine Alltagsfahrt von A nach B zur Arbeit oder Ähnliches zurück zum Einkaufen ist das aber, wenn man ehrlich ist, mehr als ausreichend. Nicht nur ausreichend, sondern echt verdammt gut hat hier Mitsubishi bzw. auch Renault eine echt tolle Fahrwerksabstimmung für den Colt in diesem Fall hier hinbekommen. Das Fahrzeug hat einen relativ weiten Federweg, er nimmt auch Stöße wunderbar komfortabel auf, reicht sie nicht in den Innenraum weiter, sondern absorbiert sie sauber und das Fahrzeug wirkt hier schlicht und ergreifend wirklich schön komfortabel, für den Alltag absolut perfekt. Ja, aber man kann ihn auch durchaus etwas flotter durch die Kurven fahren, auch wenn dann das Fahrzeug frühzeitig über die Vorderräder wegschiebt und hier zeigt, hey, so wirklich auf Sportwagen möchte ich jetzt nicht hier getrimmt sein. Das passt aber ganz gut. Auch die insgesamt etwas eher weiche Lenkung, leichtgängig ist sie. Dennoch bietet sie eine gute Rückmeldung von der Straße. Auch wenn da ein bisschen mehr Feedback kommen könnte und in meinen Augen das Ganze auch ein bisschen straffer abgestimmt sein dürfte. Assistenzsysteme bietet der Mitsubishi Colt natürlich auch. Ab Werk kommt er bereits mit einem Spurhalteassistenten sowie einem Notbremsassistenten und hier auch mit einem Tempomaten ohne Abstandsregelung hier tatsächlich ab Werk daher. Das macht alles auch völlig Sinn, reicht auch völlig aus. Selbst in der Einstiegsvariante Basis ist eine Einparkhilfe, eine akustische am Heck dabei, sowie eben der Tempomat oder eine manuelle Klimaautomatik.
Das kann man dann alles aufwerten, wenn man dann eben hier in die höhere Ausstattungslinie Plus geht. Mit dem Basismotor ist das auch nur möglich, hier die Variante Basis oder Plus zu nehmen. Wer jetzt sagt, er möchte tatsächlich etwas mehr Leistung oder hätte gerne eine Automatik, für den bietet Mitsubishi noch zwei weitere Antriebe im Colt an. Und zwar gibt es einmal einen 91 PS Turbo-Benziner, Dreizylinder, der natürlich auch mehr Kraft hat. Der hat ein 6-Gang-Handschaltgetriebe und der ist auch in 5 Sekunden schneller auf 100 und hat auch eine erhöhte Höchstgeschwindigkeit von über 180 Stundenkilometer. Also vielleicht ist das der erste Weg, dann doch mal mit seinem Mitsubishi-Partner zu reden. Ansonsten, wer Automatik haben will, der kann auch einen Vollhybriden haben. Da ist dann eben ein Multimode-Getriebe drinnen, das dann sozusagen hier eine Automatik bietet. Und mit einer Systemleistung von 143 PS ist das auch die Top-Motorisierung im Mitsubishi Colt-Programm. Top war jetzt hoffentlich auch das Video. Wir gehen zum Fazit. Meine eigene Meinung, das Thema Kosten und noch ein paar weitere Hintergrundfacts zum Mitsubishi Colt. Also dranbleiben, bis gleich. Ja, nicht nur die Mitsubishi-Händler sind froh, dass der Colt wieder bei ihnen in den Verkaufsräumen steht und sie nun einen sehr wettbewerbsfähigen Kleinwagen hier ihren Kunden anbieten können. Nein, er bereichert auch so das Gesamtportfolio hier am Markt mit neuen Kleinwagen. Ja, es ist im Grunde eben der Renault Clio. Aber nein, das bedeutet nicht zwangsweise, dass man einfach hier nur das Badge Engineering betrieben hat. Technisch gesehen ja, dennoch für die Marken ist das natürlich super interessant. Zum einen werden die Werke höher ausgelastet, das senkt natürlich die Stückkosten. Zum anderen wird innerhalb der Allianz vielleicht einfach jetzt auch noch mal mehr Stärke aufgebaut gegenüber den großen Konzernen wie Stellantis oder dem Volkswagen-Konzern. Also auch das versucht man hier gut gegenzukontern. Dann sind günstige Kleinwagen natürlich derzeit gefragt. Günstig ist halt immer so ein Thema, das definiert jeder ein bisschen anders für sich. Aufgrund der ganzen Preissteigerungen sind Kleinwagen auch echt teuer geworden. Der Mitsubishi Colt startet offiziell laut Liste und Konfigurator bei 18.240 €. Das ist nicht wenig Geld, vor allem weil man eben hier nur einen Dreizylinder-Saugmotor bekommt mit 67 PS. Wer aber mehr möchte, der kann zum einen die höhere Ausstattungslinie nehmen. Die kostet 1.500 € Aufpreis. Die Plus-Variante, die hier steht, da gibt es dann nicht nur 16 Zoll Leichtmetallräder, abgedunkelte Scheiben, eine Klimaautomatik oder kabelloses Laden des Smartphones, sondern auch Sitzheizung, Lenkradheizung, beheizte Außenspiegel. Also auch durchaus praktikable Dinge, die man im Alltag wirklich gut nutzen kann. Deswegen ist die Plus-Variante auf alle Fälle eine klare Empfehlung. Natürlich ist der Motor für den Alltag völlig ausreichend, aber die gewisse Kraftreserve, die man doch ganz gerne hätte, die bietet dann eben der 90 PS Turbo-Benziner. Der kostet auch nur verhältnismäßig geringe 1.200 € Aufpreis. Da sollte man in meinen Augen auf alle Fälle mal mit seinem Mitsubishi-Partner reden, denn der gibt auch regelmäßig durchaus Rabatte. Derzeit gibt es zum Beispiel auch eine Aktion von Mitsubishi. Da sind die Colts hier mit einem Preisvorteil von 1.500 € ausgepreist. Damit bleibt dann auch unser Kleinwagen hier unter der 20.000 € Marke. Ansonsten würde er 20.790 € kosten, so wie er dasteht. Viel Geld, aber der Wagen bietet auch viel Gegenwert. Er ist äußerst praktikabel, er ist sehr sparsam mit einem Durchschnittsverbrauch hier von 4,8 Litern auf 100 Kilometern. Im Mix über unsere Strecke ist das auch sehr gut. Die Platzverhältnisse sind ordentlich, vor allem der Kofferraum ist großzügig bemessen. Das Fahrwerk im Alltag echt eine Hilfe, sehr komfortabel, sehr leichtfüßig. Der Wagen fährt sich angenehm, die Schaltung ist sehr leichtgängig, die Lenkung ist leichtgängig. Ja, hier und da könnte man vielleicht sich ein bisschen mehr wünschen, aber in meinen Augen, hey,
Das ist ein echt Top-Kleinwagen geworden, der Mitsubishi Colt, und in meinen Augen auch eine echte Empfehlung. Preislich liegt er ungefähr eben auf demselben Niveau wie der Renault Clio, hat allerdings den Vorteil, ihr könnt bis zu 8 Jahre Herstellergarantie bei eurem Mitsubishi-Partner abschließen. 5 Jahre sind ab Werk serienmäßig und gegen geringen Aufpreis von rund 170 Euro könnt ihr nochmal 3 Jahre Verlängerungsgarantie hinzukaufen. Das würde ich natürlich jedem empfehlen. Ich empfehle jedem auch, den Kanal hier zu abonnieren. Wenn euch das Ganze gefallen hat, schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentare. Lasst mir gerne ein Like da und vor allem das Abo des Kanals. Und dann bedanke ich mich natürlich fürs Reinklicken bei euch, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, sage Tschüss und Servus, euer Ubi.